Die Zeit spielt in der Technik unter verschiedenen Gesichtspunkten eine Rolle. Zunächst stellt sie sich in der Gesamtdauer der Analyse dar und bedingt den Sinn, der einer Beendigung der Analyse zu geben ist. Diese Frage ist vorrangig vor der nach den Zeichen ihres Endes. Wir werden das Problem der Festsetzung eines Endes kurz berühren. Doch ist schon jetzt deutlich, dass die Dauer der Analyse für das Subjekt nur als unbegrenzt antizipiert werden kann. Und das aus zwei Gründen, die man nur in der dialektischen Perspektive trennen kann. Der eine betrifft die Grenzen unseres Feldes und bestätigt unsere Bemerkungen über die Bestimmung seines Umfangs. Fortsetzung folgt.